Moin zusammen und willkommen zurück zu Outward Definitive Edition. Gestern war ja nicht so viel los mit Handwerk und Handwerk. Aber? Ach, boah, im Bluna ist echt viel Zucker drin. Aber wir sind startklar, oder? Genau, ich habe noch alles vorbereitet, damit wir gleich los können. Los können wohin? Erkunden! Bevor wir jedoch erkunden, würde ich mal sagen, gucken wir mal, ob wir irgendwelche Dialoge noch nicht angesprochen haben. Ich meine, es ist noch ziemlich dunkel auch und wahrscheinlich ein bisschen kalt. Kann ich dir helfen? Wo kann ich etwas Schlaf bekommen? Wo finde ich Händler und Osse? Wen muss ich in dieser Stadt kennen? Kammerlady Reza Aberdeen findest du, wenn sie ins Heer soweit. Zumeist in ihrem Anwesen auf dem Hügel. Burak, der Torwächter, steht am Haupttor. Ach, und Helene Turnbull hat eine Fäbel für kuriose Objekte. Sie findest du auf der höheren, erhöhten Plattform in der Nähe vom Gasthof. Darf es sonst noch etwas sein? Der Gasthof, da war ich noch gar nicht. So, wo Helene es kennt, weiß ich. Machen wir nochmal einen kurzen Hof beim Gasthof. Ich muss leider ein bisschen trödeln, weil um 4.30 Uhr morgens raus. Wobei, Temperatur ist neutral, ne? Temperatur ist neutral. Ja. Wir könnten uns mit unserer Zukunft beschäftigen und direkt Reza zum Beispiel hinterherlaufen, Uliel hinterherlaufen oder Isan hier hinterherlaufen. Aber wir wollen erstmal Spaß haben. So, das hier ist Helen. Hallöchen. Bis dann. Okay. Und hier ist irgendwo dann das Gasthaus. Hier nicht. Da vorne vielleicht. Da sitzt doch jemand auf einer Bank. Ach, der ist. Entschuldigung. Gasthaus Meersalz. Mhm. Gastwirt vom Meersalz. Och, nicht mal einen Namen? Was ist denn? Na, wenn das nicht Kergo ist. Komm nur herein. Das Übliche. Hätte gerne eins. Lass uns reden. Sag's nicht weiter, aber. Ohne Isan, Uliel und Reza wird es hier viel zu ruhig werden. Sie alle hatten dich gebeten, sie zu begleiten, oder? Vielleicht solltest du ihr Angebot annehmen. Was hast du zu verlieren? Ich möchte mich dem Kommitiv der Blauen Kammer, Heiligen Mission, heldenhaften Königreich Levant. Fragen wir doch mal nach der Blauen Kammer zuerst. Du musst den Enmerka-Wald aufsuchen. Gehe im Osten am Konfluxgebirge vorbei, während du Ausschau nach dem Wachkristall der Halbinsel hältst. Weiter Richtung Süden, dann kommst du auf den Weg, der in den Wald führt. In Enmaka bleibst du auf der Nordseite des Sees und gehst Richtung Osten, auf der Suche nach den Steinmauern von Berg, die in die nördlichen Bergwände geschlagen wurden. Aber sei auf der Hut, Manticore streifen durch den Wald. Sie sind nicht ohne Grund die Spitzenjäger der Region. Okay, man kann jetzt theoretisch noch alles. Hier hat ein Zimmer. Wie viel kostet dein Zimmer? 25 Silber, ja klar. Bis dann. Immer fett scheißen. So, was haben wir hier denn sonst so? Kann man hier irgendwas einsammeln? Ich war hier noch nie wirklich drin. Hier ist ein Feuer. Man kann nicht reinlaufen, okay. Und man kann leider nach wie vor mit keiner dieser Bänke interagieren. Das hätte was, wenn man sich einfach so auf so eine Bank setzt, wie in Skyrim zum Beispiel, und ein Buch liest. Oder irgendwas anderes. So. Okay, hier oben. Geschlossen. Auch geschlossen. Und nichts ist hier. Hm. Viel leerer Raum. Hätte man noch ein bisschen schmücken können, füllen können. Aber gut. Dann gibt es im Gasthaus nichts außer ein paar Fragen, die man stellen kann. Würde ich sagen. 5.50 Uhr, fast 6 Uhr. Jetzt können wir so langsam mal los. So, wo gehen wir denn hin? Es gibt noch einen Bereich, den ich im näheren Umfeld um Cierzo noch nicht erkundet habe. Das ist, ich meine, da wo hier ganz viele Hyänen sind. Hyänen. Entschuldigung, manchmal nuschel ich ein bisschen. Auch schlucke ich ein oder zwei Wörter. Und das ist der Bereich hier rechts gleich lang. Aber erstmal müssen wir natürlich alle Gabären, die hier auf dem Weg sind, einsammeln.
Machen wir den Perlvogel da vorne eben weg? Da könnte ich mal eben die neuen Handschuhe dran ausprobieren. Beziehungsweise die neuen Faustwaffen, die ich habe. So. Und ich habe noch gar nicht richtig Schnellslot. 2. So, jetzt müssen wir den Schnellslot noch wegmachen. Und dann können wir uns nicht verklicken. Dann ist immer so zwischen den ganzen Sachen ein bisschen was zwischen. Und dann passt das. So. Kleiner Vogel. Boah! What? 3 Hiebe. Dann ist der erledigt. Dann sind die Banditen vielleicht noch da vorne? Da links am Weg. Oh, ist das Salz wieder gespawnt? Ja. Das Salz ist nachgewachsen. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal einen Bandit und einen Kieskäfer. Sehr schön. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal einen Bandit und der zweite ist daneben. Dann machen wir das doch mal folgendermaßen. Bergmanns Omelett. Einmal einen Schluck aus der Wasserpulle. Bumm. So, mein Freund, jetzt gibt's aber ordentlich auf die Fresse. Ich wollte den machen. Okay, geht auch so. Braucht man gar nicht. Hat funktioniert. Es war zwar nicht so geplant in der Form, aber es hat funktioniert. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ohne Rücksicht auf Tragegewicht oder Vergleichbares. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir zu Vormittag wieder in Cierzo zurück sind und einmal abladen. So, da vorne läuft noch irgendwas, oder? Ist da nicht ein Perlvogel? Man sieht das manchmal bei den grünen Wiesen so, dass, wenn sich was Weißes bewegt. Vorne ist das hinter dem... Er bewegt hat es sich nicht, es liegt am Boden. Okay. Dann laufen wir mal weiter. Da oben rechts sehe ich jetzt nichts, was man irgendwie plündern könnte. Aber hier links ist, glaube ich, noch ein Busch. Genau. Bald müssen wir über die Berge mal zum Konfluxgebirge. Doch erstmal hat sich hier nicht was irgendwo im Dingens bewegt in dem Feld. Schauen wir uns weiter um. Ich meine, hier müssten eigentlich Hyänen sein. Oh. Die Gabären lassen wir nicht liegen. Gabären sind immer gut. Alles ist immer gut. Weil alles Geld gibt. Außer Holz. Holz gibt kein Geld. Holz kann sich jeder so viel holen, wie er möchte. Das ist ein unendlicher Rohstoff in diesem Spiel. Da sind 2 Hyänen. Die wohl auseinandergezogen kriegen. Aber ich glaube, wenn wir mit dem Feuerlappen einfach draufprügeln, die machen jetzt so viel Schaden mit den neuen Fäustlingen. Nenn es einfach mal Fäustlinge. Oh, da ist noch eine 3. Hyäne an der Wand. Müssen wir nicht zu dritt angreifen. Gehen wir erstmal runter hier. Alter, richtig fette Knochen. Und was sind die? Erfährt man das irgendwo? Vielleicht kann man irgendjemanden danach fragen. So, die 2 haben sich jetzt da vorne an der Wand eingefunden, wo auch die andere Hyäne ist. Aber die müsste rechts da bei dem Baum sein, wenn ich mich vertue. Gucken wir mal eben kurz. Hä? Ne, die ist direkt vor der Höhle. Das ist jetzt schlecht. Ach, guck mal, da vorne sind auch noch welche. Da machen wir die zuerst. So, brauche ich einen Feuerlappen? Nehmen wir einfach einen Feuerlappen. Wir haben welche.
So teuer ist es jetzt nicht, einen herzustellen. Drei Hiebe. Einmal wurde ich getroffen. Oh, das ist in Ordnung. Ich glaube, dann könnte ich auch einfach auf die da vorne gleich drauf gehen. Und die wegstompen. So. Ich habe unglaublich Glück gerade mit den ganzen Gewürzkäfern. Heftig. Okay, die bleiben zu dritt. Da machen wir sie kaputt. Oh, ganz viele Knochen, ey. So, letzter. Hallo? 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 Ey. Komm her. Okay. Das war leichter als gedacht. So, jetzt gibt's nur noch die Höhle da vorne. Aber erstmal holen wir uns die Gabären. Eine Menge Blut. Ich hätte jetzt gesagt, lass mal speichern, bevor wir da reingehen, aber geht ja nicht. Ja, da wird's locker dunkel drin sein. Dann gucken wir mal. Hyänenbaum. Ja, mehr als eine Hyäne wird ja nicht drin sein. Oder zwei. Drei. Vier haben wir noch nicht gleichzeitig gemacht. Zur Not müssen wir flüchten. So, laden. Da sehen wir schon was. Wie war das jetzt, nur eine? Okay, nur eine. Ein toten Pärvogel. Sieht so an, als ob... Was ist das? Leichnam eines Arbeiters. Verbände und den Fluchreiniger bräuchten wir bitte. Und ansonsten... Was ist das? Eine alte Laterne. Okay. Ja. Ging ja einfach. Ja, dann sind wir eigentlich schon hier auf der Seite fertig und können uns Richtung Konfluxgebirge machen. Laufen wir oben über den Berg oder laufen wir unten lang? Ich denke, wir laufen über den Berg. Also nicht hier so hoch, das geht nicht. Sondern da vorne war ja so ein Weg durch die Berge. Und den nehmen wir mal eben. Ich hab grad gesehen, das sieht voll wirsch aus mit der grünen Flasche. Warum hört sich das hier so bedrohlich an? Sind hier irgendwo Gegner? Wie viel Uhr haben wir? 9 Uhr. Ich kann mal ein bisschen Stoff geben. Wir wollen ja noch so viel wie es geht an dem heutigen Tag schaffen. Oh, das Mais. Ist da eine Wolke am Himmel? Ein paar Wolken am Himmel. Zwei Banditen. Okay. Ich glaube, der eine ist ein bisschen besser ausgerüstet als der andere. Ich habe einen Verband genommen. Ich wollte keinen Verband nehmen. So. Jetzt haben wir nur noch einen. Ich musste gerade so ein bisschen den Verband ausnutzen, den ich noch hatte. Und dachte mir, ich boxe da jetzt einfach durch. Aber die... Habt ihr auch irgendwie schwerer in Erinnerung? Die Gegner. Oder das macht vor allem das... Dass man es schon mal gespielt hat? Keine Ahnung. Also ich habe sie schwerer in Erinnerung. So. Mit der brennenden Hand besteigen wir den Berg. Oh,
Meine Laterne war auch noch die ganze Zeit an. Macht ja nichts. Wir haben noch ganz viele Ersatzlaternen. Ja, so macht man das halt, ne? Wenn die Öllaterne leer ist, schmeißt man sie weg und kauft eine neue. Weil das Öl zu teuer ist. Tatsächlich finde ich hier zu viele Laternen. Deswegen lohnt es sich nicht, das wieder aufzufüllen. Denn das Verkaufen und einfach das Verwenden einer neuen Laterne hat sich als besser erwiesen. Da unten sind schon wieder zwei Hyänen. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Ich habe die doch gerade alle weggemacht. Na, egal. Oh, hier wird's lila. Na, wir folgen mal weiter dem Weg hier. Lila Stein und lila. Alles lila! Da ist dem Maler wohl die Farbe ausgelaufen. Was sieht sehr leer aus. Gut, wo gehen wir denn jetzt lang? Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir den Berg besteigen können. Dann haben wir die Mitte schon mal erklommen. Jetzt nur aufpassen, ich meine, hier in der Nähe kann der Perlvogel, aber der dunkle Perlvogel sein. Der ist gefährlich. Vor dem muss ich aufpassen. Vor dem muss ich mich in Acht nehmen. Der macht richtig mies Schaden. Das müsste doch ein Turmip sein, genau. Gibt es hier noch Sachen? Bei dem Busch da vorne? Nein, ich glaube, das ist nur ein Busch. Ist nur ein Busch. So. Oh, da ist ein Vogel! Ja. Simpel. Inventarplatz haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. Ich würde mal, würd mal sagen, ich bewege mal ein bisschen was hier rüber. So, dann sieht das schon mal ein bisschen besser aus. Okay. Wo ist denn der Weg nach oben? Ich will ja den Berg besteigen. Ist ein Turmip? Oh ne. Ah, da ist ein Turmip. Wunderbar. So, mal kurz hier gucken übers Feld. Alles leer. So, da scheint es hochzugehen, dann gehen wir da mal hin. Bergsteiger im Einsatz. Ne, das ist ein Busch. Und ein Turmip. Dann sammeln wir die mal eben ein. Ich dachte gerade, der Busch da vorne wäre der dunkle Perlvogel. Weiß auch gar nicht, wie der heißt. Heißt der anders oder heißt der auch Perlvogel? Immer wenn ich ihn gesehen hatte, hatte ich Panik. Weil der auch, glaube ich, auf ewig weite Distanz einen sieht und angreift. Noch ein Turmip. Schön. Jetzt kann man auch mal von der Seite die fette Rübe sehen. So. Auf geht's. Wir besteigen den Berg. Am frühen Vormittag. Oh, nee. Fast Mittag haben wir. Ist kein Turmip, da sieht man nicht die Rübe von der Seite. Der wird langsamer, wenn er den Berg rauf geht. Na, ist auch anstrengender, ne? Wunderbare Aussicht, ignorieren wir mal eben hier. So, da ist ein großer See. Das wird der sein? Ja, mit zwei Steinen, das ist der hier. Dann ist da vorne die Festung. Das hier wird der Wachturm sein und dahinter wird irgendwas anderes sein. Und wir sind dann jetzt hier. Sieht man das? Kann man das hier nicht? Ach, guck mal, wir sind jetzt hier. Gut, weiter den Berg hoch. Ist ganz still geworden. Ist die Musik hin? Hallo, Musik?
Da sind zwei Banditen. Und hier links. Ja, ich hab Schiss, dass die mir von oben in den Rücken fallen. Ich glaube, da vorne ist noch ein Tourmap, oder? Ja. Gehen wir erstmal auf die beiden Banditen rauf. So. Hä? Ach, da hinter dem Stein. Dass die Musik weg ist, stört mich jetzt. Das ist so ein schöner... Und Bogenschütze und einen Speerträger. Dann machen wir zuerst mal auf den Bogenschützen drauf. Ja, komm! Bam! So, jetzt könnte es aber gleich ein bisschen knapp werden mit dem Gewicht. Ja, jetzt wird's knapp mit dem Gewicht. Fünf wiegen die. Das wiegt 10. Dann nehmen wir mal das mal so. Wunderbar, jetzt passt's. Können wir noch ein bisschen weiter erkunden. Hab zwar noch nicht mit dem Kolben gekämpft, aber... Ja, geht. Ist nicht so schnell, aber... 1 Angriffsgeschwindigkeit passt schon. So, hier ist nichts. Eine Hyäne. Dann können wir ja direkt mal das Schild ausprobieren. Komm her. Boah, geht. Doch gar nicht so schwer. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. 0,5 Gewicht. Warte mal. Wenn ich das hier rüber packe. Und dann den hier rüber packe. Passt. Wunderbar. So, da oben hat sich doch noch was bewegt, oder? Ich glaube, wir müssen auch bald wieder zurück. Wie viel Uhr haben wir? 13 Uhr? Ja, wir sind bei der Hälfte der Zeit angekommen. Könnte jetzt eigentlich, wenn man hier oben durch ist, der halt auf, ist ganz gut. Hier ist so eine Ebene, so eine ebene Fläche. Dann können wir hier so gesehen einmal so einen Halbzeitstrich machen und dann schnell mal nach Sierra so zurückrennen. Aber erst muss ich wissen, was hier in der Kiste ist. So, ich glaube auch, ich kann die ganzen Pfeile eigentlich, die brauche ich eigentlich nicht mehr einsammeln. Die sind ja nichts wert. So. Das Öl noch und der Gabere war... Ne, da vorne ist ein Vogelnest, das war's. Genau, ein Vogelnest. Ja, da müssen wir später noch ein bisschen weiter hoch. Wo sind wir denn jetzt hier dann? Geht das weit runter? Dann gehen wir den Weg zurück, den wir gekommen sind. Haben wir in der Zwischenzeit noch irgendwie Platz sparen oder so? Ich kann hiervon was trinken. Das dann leeren und dann was rüberpacken. Ja, jetzt sind es genau 0,6 zu viel in der Tasche. Das sind die ganzen Pfeile hier wahrscheinlich. Egal. Ja, jetzt beginnt der lange Weg zurück nach Sierra. Mal gucken, ob wir unterwegs angegriffen werden. Ich hoffe nicht. Müssen wir hier rechts runter? Nein, wir müssen hier links. Ja, wenn man jetzt einen Händler unterwegs treffen würde, ne? Das würde das Ganze vereinfachen. Oder wenn man mehr Tragegewicht hätte. Hätte, Fahrradkette. So, warte mal. Da vorne links muss ich lang.
Und da sehe ich auch schon eine Rampe, die den Berg hochgeht, die wir vorhin gelaufen sind. Also über den Berg, über den wir vorhin gelaufen sind, da vorne. Da seht ihr am Ende der... Da, wo die Zäune sind, wo die Straße weitergeht, da sind ganz am Ende die letzten zwei lila Bäume, die letzten drei lila Bäume. Zwei lila Bäume links, ein lila Baum rechts. Da ist dann dahinter eine Straße, die hochgeht. Die nehmen wir jetzt. Und die Musik ist wieder da. Wunderbar. Das heißt aber nicht, dass wir die Gabären nicht ansammeln auf dem Rückweg. Die nehmen wir trotzdem mit. In der letzten Folge haben wir so viel Geld gemacht und wieder ausgegeben. Unsere gesamten ermöglichten Ersparnisse sind auf den Kopf gehauen worden. Warte mal. Da wird doch bestimmt was sein bei dem Ding, oder? Nein? Doch. Ein Klappdolch und ein paar andere Sachen. Lebkrauti. Zum 1. Mai jetzt gefunden. Das müsste, glaube ich, eine... Ist kein Mais, sah aus wie Mais. So, jetzt müssen wir mal eben kurz da wieder hoch. Und der Klappdolch, den können wir kaputt machen. Denn den kann man nicht verkaufen. So, hier müssten wir noch hochkommen, ne? Ich dachte, da wäre eine Eisenader. Wunderbar. Und hier hätte mal ruhig ein Händler stehen können. Dann hätten wir direkt wieder weiter gekonnt. Aber er ist nicht da. Sieht so aus, als wäre hier was in der Ecke. Ja! Eisen. Dickes Öl. Warum dickes Öl? Weil dünnes Öl zu schwach ist. Wir brauchen dickes Öl. Denn nur das brennt gut. In unserer Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne und baue ganz viel Eisenerz ab. Eine Stromspule! Ich habe zwei Stromspulen! Oh, was ist das? Splitterbombe? Wie geil! Aber jetzt haben wir was. Wir haben... Ich muss die zweite Stromspule abholen. Wir müssen erstmal zurück zum Mount Calm. Mount Calm. Da ist noch ein großer Eisenerz. Ein Eisenerzvorkommen. Mount Calm. Oder so. Da müssen wir hin. So, noch ein Gießkäfer. Und mehr dickes Öl. So, wie viel Uhr haben wir? 15 Uhr. Ach, das passt. So, einmal den Berg hier runter. Warum bin ich so langsam? Ah ja, okay, weil ich die ganze Zeit Sachen einsammle, ne? 57. Auf nach Sierzo! Und, Machen wir dahin. Komm ich da besser dran. Und sonst so? Musik ist schon wieder weg. Ach, hatte ich ja gestern von erzählt. Ich habe mir von The Dark Lordash, heißt da glaube ich, die komplette Storyline von, das ist ein Perlvogel, machen wir den? Oh ja, komm, wir machen den noch. Von Diablo 2 angehört. Der macht das so gut, also das kann ich wirklich nur empfehlen, der macht das echt so gut. Es ist halt auf Englisch, ne? Das ist halt vielleicht ein Nachteil für die, die kein Englisch können. Aber er macht das so gut, dass ich mir heute Diablo 1 angehört habe und mit Diablo 3 angefangen habe. Hey! Hey! Der ist weg. Tja. Und
Nur dadurch habe ich erfahren, dass es für Diablo 1 einfach eine Modifikation gibt, die mehr Spielinhalte bringt. Also Spielinhalte, die aus dem Spiel wohl rausgeschnitten wurden, hat der da einfach mit reingepackt dann wieder. Weil es fühlte sich, also ich habe Diablo 1 letzten Winter habe ich es gespielt. Letzten Winter? Oder vorletzten? Ich glaube, letzten Winter habe ich es gespielt. Es hat sich voll leer angefühlt. Also so, als würden da Sachen fehlen. Und dann habe ich mir das angehört, halt als wie so eine Art Hörspiel. Und da ist ja richtig viel. Richtig viel, was einfach nicht mit ins Spiel genommen wurde. Was super schade ist. So. Und dann das Brandmittel noch. Und den Handel bestätigen. Was hat er denn jetzt hier? Nichts, was ich haben will, ne? Nee. Nee. Gut, dann können wir mal schnell hoch zur Hütte. Die eine Stromspule abholen. Die Sachen, die wir jetzt in der Tasche haben, wegbringen. Denn ich weiß nicht, wie viel da hinter der Tür sein wird. Ich habe da was blitzen sehen. Es kann natürlich sein, dass da nur einfach nur ein Schundhaufen hinter ist. Oder was ganz Besonderes. Und ich meine, da liegt was ganz Besonderes. Lag da nicht irgendwie ein größerer Rucksack oder so? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war das. So, die Splitterbomben behalte ich, weil sonst vergesse ich, dass ich sie gefunden habe. Gute Güte, wie viel habe ich eingesammelt? Meine Herren. Nein, ich habe die Stromspule weggepackt. Da, zwei Stück. So. Okay, dann schaffen wir. Haben wir uns ein bisschen die Welt angesehen. Und ich habe schon wieder das Thumbnail vergessen. Dann ist das Thumbnail halt die Tür. Was ist hinter dieser Tür? Oder eine krasse Waffe? Oder eine heftige Rüstung? Cool wäre es, wenn das so ein Leuchteschwert wäre, wie Uliel das hat. Was hat der denn hier? Alter, was ist das für eine Waffe? Neidisch. Aber ich habe meine weißen Fäustlinge. Man kann übrigens nicht die Wachen angreifen. Falls es jemanden mal interessiert hatte. Man kann hier tatsächlich nur Feinde angreifen. Es ist ein friedsames Spiel. Zumindest innerhalb der Mauern. Das Tagebuch ist ein Reiter im Menü, der deine nächsten Aufgaben auflistet. Basic Game Knowledge. War auf jeden Fall, als ich mir angehört hatte, wie er da die ganzen Nebenquests von Diablo 1 gespielt hat, war ich richtig neidisch, dass ich das nicht hatte. Und hab mir dann überlegt, ich werde vielleicht zum Winter hin, wäre glaube ich wieder eine gute Überlegung, nochmal Diablo 1 spielen. Dann kann ich das ja auch aufnehmen. Mit diesen Zusatzinhalten. Diablo 2 wäre ein bisschen heftig, weil ich, also klar, man kann auch nur die Story spielen, ne, auf normal. Das wird in Theorie auch, machen wir die, ja komm, nein, wir wollen erstmal die Stromspulen wegbringen. Man kann theoretisch auch nur die Story normal spielen, dann dauert das Spiel gar nicht so lange. Ich habe nichts zu trinken mitgenommen, shit. Aber mag ich nicht so ganz, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu zügeln könnte, bei Diablo 2 nur die normale Story durchzuspielen. Es war immer so ein Automatismus. Das habe ich nämlich mehr gespielt als Diablo 1. Zwei Hyänen. Warum müsst ihr euch jetzt in den Weg stellen? Fertig.
Ach übrigens, das hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Die mittlere Maustaste benutze ich hin und wieder mit. Das ist dann, wenn ich... Moment, eben die Gabieren einsammeln. Das ist das, wenn ich diesen Move hier mache. Nee. Ja. Das ist linke Maustaste und mittlere Maustaste. Da weiche ich dir einmal so passend aus. Hatte vergessen, dass es sowas gibt. Und jetzt einfach mal unterbewusst einfach angewandt. Ist hier schon wieder alles neu gespawnt? Alles nachgewachsen? Was ist denn das für eine Fauna hier? Wie schnell wachsen denn hier alle möglichen Sachen nach? Gute Güte. So, ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass alle Banditen wieder da sind. Montcalm Clans. Montcalm. Montcalm. Ich muss mir das beibringen, den Namen. Der hat nur mal wieder gefaked hier. So. Zuallererst mal machen wir jetzt ein Thumbnail. Ich will nicht zwei reinpacken. Ich weiß nicht, ob der beide reinpackt und dann ist das versaut. Moment. So. Und jetzt, ohne weitere Spannung aufzubauen. Strohhut. Gelehrtenkleidung. Mephinus Warenrucksack. Okay. Der war hier? Das macht das Ganze natürlich jetzt einfacher. Wie geil. Und die Gelehrtenkleidung, was kann die? Mana-Kosten verringern. Ich habe noch nichts, was ich mit Mana machen kann. Also lohnt sich das nicht. Ja, mega, da können wir richtig viel einsammeln. Das wird natürlich für die folgenden Folgen dann insane gut. Gut, es wird so langsam dunkel. Ich würde mal sagen, wir machen uns dann zurück auf den Weg nach Sierzo. Und wir könnten dann eigentlich jetzt auf dem Rückweg noch alles Mögliche einsammeln, ne? Auch erst 37 Minuten. Ja, sammeln wir noch ein paar Sachen ein. Die scheinen ja hier relativ schnell nachzuwachsen. Hier links waren doch, glaube ich, noch zwei Banditen. Da. So, dann machen wir die doch einfach mal. So. Das können wir jetzt noch... Ich habe die Tees weggepackt. Shit. Doch, nicht hier. Den wollte ich trinken. Was macht der? Ah, okay, das bringt nichts weiter. Dann saufen wir jetzt einen Heiltrank. Damit wir voll sind. Warum? Oh, das war knapp, ey. Da habe ich mich fast ein bisschen übernommen. Aber ich wollte diesen hohlen Baumstumpf haben. Eine Fangaxt. Ein Tarntrank? Deine Tarnung verbessert, sie würde weniger leicht aufmerksam auf dich werden. Das habe ich... Oh, da ist so eine fette Dingens. Die können wir auch machen. Die sollten wir hinkriegen. Du musst nur ein bisschen warten. Ne, ich glaube, das wird nichts mehr. Wobei ich die gerne probieren würde. Ja, die Gesundheit steigt recht schnell. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Komm. Ne. Oh!
Ah! Wo ist mein Rucksack? Da ist mein Rucksack. Und tschüss. Nee. War keine gute Idee. Keine gute Idee. Absolut keine gute Idee. Das sind auch Fische. Wir werden uns jetzt nicht von etwas Fischerei abhalten lassen. Der kommt bestimmt nicht so schnell hinterher. So. Noch schnell die Shrimps mitgenommen und gerade noch so mit dem Leben davongekommen, schleppen wir uns zurück nach Cieso und lecken unsere Wunden. Hey, Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste, dass er diese Dinger macht, diese Kugeln, aber ich wusste nicht mehr, dass er so viel im Nahkampf auch macht. Uiuiuiui. Das hätte ganz böse enden können. So, wie viel Uhr haben wir? 19. Hier ist niemand? Hier ist nichts? Na. Nice, ein brauner Gewürzkäfer, wunderbar. So, hier vorne sind jetzt noch ein paar Krabbenaugen. Krabbenaugen und Salz waren's, ja? Gebratene. Für Gift. Und das Gift war viel wert, ne? Ich glaube, man konnte aus zwei Krabbenaugen und einem Salz, waren's, meine ich, konnte man drei Gift herstellen und ein Gift war drei wert. Das heißt, aus zwei Krabbenaugen kriegt man 9 Silber. Denn Salz ist ja umsonst. Das gibt es ja aus dem Meer zum Abkochen. Wunderbar. So, jetzt noch schnell zurück nach Cieso. Und ich glaube, wir könnten in der nächsten Folge, oder bereite ich es vor? Das überlege ich mir noch. Ich kann immer relativ schlecht gerade auf gegebenenfalls vorliegende Vorschläge eingehen. Denn ich bin exakt einen Tag in Vorlauf. Bedeutend, jetzt ist Mittwoch. 18.49 Uhr. In 11 Minuten kommt die Folge von gestern. Und dann ist die hier aber schon fertig. Und ähnlich wird es morgen aussehen. Da ist die Folge schon fertig. Und dann könnte ich auf Vorschläge eingehen. Also ihr seid angehalten, Vorschläge zu machen. Unbedingt. Wenn ihr sagt, ey, keine Ahnung, geh doch bitte direkt da hinterher. Macht. Ich meine, ich würde jetzt sagen, wir erkunden die Halbinsel nach und nach, alles so durch, bis wir alles kennengelernt haben. Habe ich was zu verkaufen? Was kann ich für dich tun? Könnte man einen alten Rucksack verkaufen, ne? Und die fast kaputte Harpune. Strohhut. Der gibt noch mal 8. Wunderbar. Fangaxt habe ich noch nicht gelernt. Kann ich noch mal eben lernen. Ne? Also, wenn ihr da Vorschläge habt, oder geh bitte sofort oder als allererstes in das Konfluxgebirge oder in diese Festung oder wie auch immer. Im Süden, im Norden, im Osten. Schlagt's vor. Sonst würde ich einfach irgendwo random, wo mir gerade die Nase nachsteht, hinlaufen. Na, nur nicht wundern, dass es nicht unbedingt immer direkt in der nächsten Folge umgesetzt wird. Eigentlich ist es auch so immer vorgesehen, dass ich mehrere Folgen im Voraus produziere. Gut, wir sind hier angekommen unserer Hütte. Ich würde dann sagen, sortieren tue ich jetzt noch so ein bisschen weg, aber das braucht ihr euch ja jetzt nicht angucken. Nächste Folge werden wir dann nochmal schauen, was wir so ein bisschen verarbeiten können, gucken, auf wie viel Silber wir kommen, ob es Sinn macht, noch weitere Rezepte zu kaufen oder das Silber erstmal zurückzuhalten, denn es wird irgendwann auch kalt. Und wenn es kalt wird, brauchen wir warme Klamotten und wir haben keine warmen Klamotten. Das heißt, wir werden uns welche kaufen müssen und die waren teuer. Falls sich einer daran erinnert, ich meine 200 Silber nur für den Mantel. Und wir haben jetzt 100. Gut, hat sich jetzt doch ein bisschen darauf hinausgezögert, dass ich das Sortieren mit aufnehme.
Ich gehe jetzt nach oben pennen, reparieren. Und nächste Folge starten wir dann wieder hier in CSO. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Outward gefällt euch. Verbesserungsvorschläge immer gern genommen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.